Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne ein Make-up zeigen, was ich mit dir schminken werde, was man als Gast auf einer Hochzeit tragen könnte, denn ich gehe gleich auf eine Hochzeit von einer sehr guten Freundin. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das Kleid habe ich tatsächlich schon an. Das seht ihr auch gleich nochmal in komplett. Es ist ein langes Kleid, ein dunkelblaues Kleid. Da ich hier oben ziemlich viel Bling-Bling habe, werde ich ansonsten relativ dezenten Schmuck nehmen. Da habe ich hier letztens von Daniel Wellington etwas zugeschickt bekommen, was ich selbstverständlich gerne tragen möchte. Das ist ein bisschen sportlicher vom Design her und ich liebe diese Uhr. Ich finde sie wundervoll und dieses Weiß, das passt auch super dann zur Hochzeit. Ich finde es so, so schön und deswegen werde ich die auf jeden Fall tragen. Ich finde es auch immer sehr schön, wenn man als Gast auf der Hochzeit auch einfach eine Uhr hat und es ist immer so, dass dann auch vielleicht Braut und Bräutigam mal fragen, wie spät ist es, dann kannst du denen immer helfen. Dann habe ich auch noch dazu passend ein Armband bekommen, was wundervoll ist. Das ist so ein festes Armband, was ich auch tragen möchte. Das hat halt diese weiß durchzogenen Linien mit drin und ich finde es so, so schön. Das ist super und passt perfekt zu dem Ring, den ich auch dazu bekommen habe. Das ist dieser hier. Und das ist wundervoll, ne? Als Gast. Schmuck ist es sehr, sehr toll. Wahrscheinlich auch als Braut. Ich habe auch einen Gutscheincode für euch. Den kann ich euch hier mal einblenden. Ja, und den Schmuck kann ich jetzt auch direkt mal umtun. Das ist hier dann einmal das Armband. Hier kommt das. Ich habe immer irgendwie meine Uhr auf der rechten Seite. Ich bin da ein bisschen freaky. Ich bin da ein bisschen anders. Und ich finde das so schön. Und ich finde, gerade auf einer Hochzeit kannst du auch ein bisschen hochwertigeren Schmuck tragen. Ja. Ne? Kann man aber auch super im Alltag tragen. Und ich finde, es passt auch zum Kleid, weil das Kleid ist dunkelblau, also schon ein kleines bisschen edler. Hier oben ist es halt auch ein bisschen verspielter. Aber wenn ihr das gleich im Kompletten sehen werdet, werdet ihr auch sehen, dass es halt ein Stückchen auch noch sportlich ist, weil, ja, meine Freundin hat auch gesagt, sie wird das alles ein bisschen chilliger, entspannter halten. Und ja, ich bin sehr gespannt. Genau, hier habe ich dann Armband und Ring an einem Arm. Das finde ich auch total super. Das habe ich immer links und rechts habe ich dann die Uhr. Dann habe ich hier noch meinen Ring, den ich von meinem Freund zum Einjährigen gekriegt habe. Der gehört einfach an den rechten Ringfinger. Und dann habe ich noch einfach so meine üblichen Perlenohrringe, die ich mir jetzt dran mache. Ist nichts Wildes, ne? Von der Frisur her bin ich sehr entspannt unterwegs. Ja, ich denke, dass ich einfach meinen Bommel tragen werde und den irgendwann im Laufe des Abends mal öffnen werde. Aber ich finde, wenn du so ein Kleid hast mit so Applikationen, verfangen sich halt die langen Haare da drin. Das finde ich dann nicht so cool. Joa, geduscht habe ich eben. Kur habe ich reingemacht. Läuft. Genau, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Primer. Dann nehme ich hier von Essence den Prime & Studio Primer Mattifying and Pore Minimizing. Ja. Ne, mattierend, ich werde garantiert schwitzen, weil ich tanzen werde wie eine Eins. So, den trage ich mir erstmal so auf. Der ist auch sehr erfrischend und ja, tut meiner Haut jetzt auch ganz gut. Ich habe natürlich eben eine Feuchtigkeitspflege verwendet, meine Haut gepflegt nach dem Duschen. Bisschen Rosenwasser, ein bisschen Serum, bisschen Augencreme, bisschen hiervon, ein bisschen davon. Eine Kette wollte ich jetzt tatsächlich übrigens nicht tragen, weil ich das einfach so sehr schön finde. Du hast hier schon genug Bling-Bling, da muss nicht auch noch eine Kette her. So, der Primer zieht sehr, sehr schnell ein. So richtig mattierend ist der jetzt auch gerade nicht, ne? Egal. Dann mache ich mir jetzt den Primer für die Augen drauf. Da habe ich hier den von Too Faced. Das ist der die Shadow Endurance 24 Plus Hour Anti-Crease Eyeshadow Primer Gedönsgeschichte. Und ich finde, dass damit wirklich mein Augen-Make-up mit am besten hält. Ich hoffe, dass das Wetter heute ein bisschen besser wird. Wir haben heute den 8.6. Das heißt, dieses Video wird vorgedreht. Es wird eine Woche später wahrscheinlich online kommen. Weil heute ist echt Schiedwetter. Als ich aufgestanden bin, habe ich aus dem Fenster geguckt und mir gedacht, was? Nein, bitte nicht. Also das hat mir so leid getan für meine Freundin. Es war im Regnen, es ist total windig. Also so langsam kommt jetzt auch mal die Sonne raus. Aber es war echt ein furchtbares Wetter. So, dann mache ich mir jetzt meine BB-Cream von Dr. Pierre Ricot drauf. Das ist, diese hier, die habe ich auch in meinem Geburtstags-Make-up gezeigt. Die ist toll, die hält super, die ist einfach nicht zu stark und nicht zu schwach und die ist freundlich. Upsala, sagte sie und wurde angespritzt von ihrer BB-Cream. Ich finde, als Gast sollte man halt nicht zu extrem
geschminkt sein. Man sollte schon ein bisschen zurückhaltender sein. Ich finde es einfach, wenn du jetzt zu extrem geschminkt wärst, du willst ja nicht irgendwie der Braut die Show stehlen oder groß auffallen. Also als Gast bist du einfach nur Gast und nicht Hauptakteur. Das, ja, da ist man dann etwas zurückhaltender unterwegs, finde ich. Ich hatte die Wahl bei meinem Kleid zwischen diesem dunkelblauen und einem mintgrünen. Das mintgrüne hatte ich, also ich hatte beide auch schon mal auf Hochzeiten an. Und mein Freund durfte entscheiden, hat sich dann für dieses dunkelblaue entschieden, weil er sagte, er hat selber auch einen dunkelblauen Anzug. Und dann passen wir einfach optisch besser zusammen. Fand ich auch ganz knuffig. Ich weiß nicht, wie stehst du denn so zu hellen Kleidern auf Hochzeiten? Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel eine Hochzeit hat, wo man in einem dunklen Raum feiert und dann halt viel mit Blitzlicht fotografiert wird. Sobald du dann ein etwas helleres Kleid anhast und das Blitzlicht kommt, sieht dieses Kleid aus, als wäre es weiß. Und ich finde, ein weißes Kleid als Gast auf einer Hochzeit hat nicht jemand zu tragen. Das sollte man nicht tun. Und wenn es auf den Fotos so aussieht, ist es dann irgendwie schade, ne? Das, ja, gibt einem dann immer zu denken. Ich hatte ganz damals mal so ein rosa Kleid angezogen auf einer Hochzeit von einer Freundin und einem Kumpel und habe mich da so drüber geärgert. Denn auf jedem Foto sah mein Kleid einfach weiß aus. Und das tat mir extrem leid. Und ja, seitdem habe ich das Kleid dann auch nie wieder getragen. Man sollte sich wirklich ein bisschen Zeit lassen, auch mit dem Einblenden von der Foundation, weil die soll ja eine ganze Weile sitzen. Wir haben es jetzt 1:15, um 3 Uhr ist gleich die kirchliche Trauung. Deswegen habe ich auch eine richtig dicke Strumpfhose drunter. Also, ne, schon eine transparente, aber Oschi, ich gebe mir auch bis hier oben. So, die Foundation sitzt jetzt erstmal soweit. Dann gebe ich mir einen Concealer auf. Da habe ich auch den von Dr. Pierre Ricot, den Luminex Perth. Das ist das 3-in-1 Augentreatment. Und dann blende ich das Ganze nochmal mit dem Schwämmchen ein. Wenn ihr es piepen hört, unsere Pizza ist gerade fertig. Ich hoffe, dass ich vorher noch den Concealer gesettet bekomme. Denn wir bekommen ja heute Abend Buffet essen, denke ich mal. Oder halt dick essen, Hochzeitsessen. Dann kann man mittags auch mal ein bisschen weniger essen, ne? Sagte sie, als sie über eine Pizza sprach. Aber gut, halt was Simpleres, was man jetzt nicht irgendwie groß kochen muss oder so. Und alles richtig schön ausblenden. Das soll ja nicht cakey aussehen, es soll einfach so aussehen, als wäre das meine normale Haut. Ja, das gefällt mir doch ganz gut. Ja, dann wird das Ganze jetzt mal gesettet. Dafür nehme ich hier von Real Techniques den Setting Brush und von By Terry das Hyaluronic Hydra Powder. Da hatte ich mal so eine kleine Luxusprobe, wie auch immer, in einer Flaconi-Box, glaube ich, drin. Ein loses Puder. Das heißt, ich muss jetzt mit meinem Outfit ganz vorsichtig sein. Also im Prinzip gebe ich mir das erstmal überall drüber, wo ich eben Concealer verwendet habe. Und du merkst richtig, wie der Pinsel dann so drüber gleitet, ne? Also das ist ein ganz, ganz feines, tolles Puder. Es ist der Wahnsinn. Es ist absolut seinen Preis wert. Es ist halt ein bisschen teurer, aber ich finde es wundervoll. Das gebe ich mir tatsächlich auch ein bisschen dicker unter den Augen auf. Ich will nämlich nicht nachher durch Fallout da irgendetwas verfärbt haben oder so. Denn Prävention ist einfach besser, als wenn du nachher korrigieren musst. Da habe ich keine Lust drauf. Man kann natürlich auch erst das Augen-Make-up machen, wenn man ganz auf Nummer sicher gehen möchte. Aber ich habe eigentlich eine ganz gute Palette, wo ich weiß, dass die jetzt nicht so viel Fallout hat. Eigentlich gar nicht. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und mein komplettes Gesicht wird gesettet mit dem Essence Corrector Perfect CC Multi Benefit Pearls. Das sind diese hier. Und dann verwende ich einen etwas fester gebundenen Pinsel aus dem BH Cosmetics Rose Quartz Set. Das ist echt witzig, ne? Ja, ein bisschen Spaß am Leben soll man haben. Und dann gehe ich da schön mit meinem Pinsel einmal richtig durch und sette mein ganzes Gesicht. Ganz wichtig ist hier auch an der Nase, damit da nichts reinkriecht, dass man da auch schön ordentlich arbeitet. Und diese Perlen haben halt auch so ein bisschen noch so, ja, ausgleichende, also Color Correcting halt, ne? CC ist ja Color Correcting Wirkung, dass du dann so ein bisschen noch Rötungen mit abdeckst und das ist ganz nett. Ja, dann haben wir das Gesicht soweit gesettet und können uns jetzt den Augen zuwenden. Dann nehme ich hier von Too Faced die Sweet Peach Palette, die ich hier habe. Und die duftet angenehm und du hast hier verschiedene Möglichkeiten, in verschiedene Richtungen zu gehen. Ich werde mich mehr im dezenten Bereich aufhalten, weil, wie gesagt, ich bin nur ein Gast und
möchte das jetzt nicht zu extrem haben. Vielleicht ein bisschen anpassen zum Kleid, ein bisschen dunkler, mal gucken. Aber das schauen wir mal. Als erstes nehme ich hier einen etwas breiteren Pinsel aus dem Mrs. Bella Set. Und, achso, als erstes hole ich euch mal ran. Oh ja, super, passt perfekt. So, jetzt gab es gerade die Pizza. Genau. Als erstes möchte ich natürlich meine Lidschattenbase einmal setten. Dann nehme ich hier White Peach als Ton, um meine Base zu setten. Püree, diesen matten Ton, gebe ich mir in meine Base-Lidfalte. Also setze das ja ein bisschen höher immer an bei mir. Blende den richtig ein. Mit Peach Pit und einem Blendepinsel, das ist etwas schimmernd, der Ton, vertiefe ich meine Lidfalte nochmal. Und wenn ich merke, dass mir das vielleicht ein bisschen zu krass wird, gehe ich wieder mit diesem Pinsel aus dem Mrs. Bella Set und White Peach vom Anfang hier so die Ecken entlang, um das Ganze auszusoften. Es ist einfach wichtig, dass man immer wieder darauf achtet, dass alles schön sauber ist, schön verblendet, weil wenn ich das möchte, also wenn ich möchte, dass das wirklich den ganzen Abend hält, dann soll es auch einfach so sein, wie ich es haben will. Dann nehme ich einen Smudger-Pinsel, das ist jetzt einer aus einem Essence-Sortiment und gehe hier in die Farbe Püree, das ist auch ein schimmernder Ton, und den presse ich mir einfach außen auf mein Augen, auf mein bewegliches Lid. Ach komm, wir machen den aufs ganze bewegliche Lid. Das ist schön, aber noch ein bisschen zu dunkel, deswegen gehe ich hier in Peaches and Cream. Das ist so ein goldener Ton. Da gehe ich auch wieder mit dem Smudger-Pinsel gut rein und gebe mir das auf meine innere Hälfte. Ziehe das auch schon mal so ein bisschen mit hier vorne in den Augeninnenwinkel mit rein und wie immer ein bisschen verblenden. Die Farbe Lucius, das ist diese Farbe, gebe ich mir mit meinem Finger, weil das ist eine sehr, sehr schöne, schimmernde Farbe, einfach auf mein Zentrum. So gefällt mir das schon mal ganz gut. Und es stürmt draußen noch so, das ist so schade. Dann nehme ich hier einen etwas fester gebundenen Pinsel, den man auch für Eyeliner nehmen kann. Der ist auch flach und gehe in die Farbe, wo hatte ich sie denn gerade? Cobbler. Das ist ein schimmerndes Braun. Und presse mir das einmal komplett hier unten unter meine Wasserlinie entlang. Und blende den Ton natürlich nach oben hin dann noch aus, um da einfach einen schönen Abschluss zu haben. Der hat halt noch so ganz leichte Kupferpigmente mit drin und das sieht echt schön aus. Das passt ganz gut zusammen. Ne? Gibt dem Auge auf jeden Fall eine schöne Form und öffnet alles auch ganz toll. Weiter geht die wilde Reise mit den Pudertexturen erstmal. Dann nehme ich hier Hattie's Bronzer und trage den auf mit einem festgebundenen Pinsel. Das ist eigentlich so ein abgestrickter Puderpinsel. Julia und ich haben uns kennengelernt, also die Braut und ich, in der 9. Klasse. Das war damals, als ich die Schule gewechselt habe nach dem Mobbing, diejenige, die mich ganz herzlich empfangen hat und mir einfach mein Leben zurückgegeben hat oder überhaupt ein Leben gegeben hat. Und deswegen habe ich dieser Frau sehr, sehr viel zu verdanken. Sie ist ein ganz großartiger Mensch. Ich habe sie super lieb. Das ist ein richtiger Herzensmensch. Und ja, ich kenne sie halt schon seit der 9. Klasse. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Ja, ich werde sowas von heulen, wenn die gleich heiratet. Oh Mann. Dann nehme ich mir einen Blush. Auch der ist von Love, der Heartful Healthy Glow Blush. Ich mag ja gerne diese etwas schimmernden Blushes. Das ist die Farbe 030 Seductive Flamingo. So sieht der aus. Und der ist krass. Deswegen sehr gut abklopfen. Dann auftragen. Lächeln und auftragen. Oh, der glänzt schön, ne? Oh, der Pinsel ist besser dafür, weil der großflächiger arbeitet und ich ja wirklich den Blush auch
schön verteilt haben möchte. Der andere ist einfach zu klein. Das dauert mir zu lange. Aber der hat einen schönen Glow. Oh, herrlich. Highlighter. Ich habe eine neue Lieblings-Highlighter-Palette. I Heart Revolution Rose Gold Glow. Das ist ein heftiges Teil. Wow. Ja, ich mache erstmal ein bisschen rosa. Habe hier auch aus dem BH Cosmetics mit Mrs. Bella das Pinselset. Genau. Ich nehme hier erst dieses Rosé-Gold. Das ist mein Highlighter. Der kann sich auch Highlighter nennen. I like it. Das Rosé-Gold verwende ich jetzt auch, um mir ein Augenbrauen-Highlight zu setzen. Das ist so ein schöner, nasser Glow. Und ein Inner Corner-Highlight setze ich mir auch noch mit dem Gold jetzt aber. Dem großen. Nimm da so einen etwas präziseren Pinsel und gebe mir das als Inner Corner-Highlight rein. Und das katapultiert dich sonst wohin, ich sag dir das. Ne? Das gefällt mir. Fixing Spray 183 Days by Train It Up. Das ist dieses rosa Kaninchen Fix and Summer Glow Finish Spray. Okay. Augenbrauen. Da habe ich hier von Max & More den Eyebrow Pencil. Das ist hier von Action Dear. Ich wäre gerade echt nervös, ne? Eine Stunde heiratet meine liebe Julia. Oh Mann. So, Eyeliner. Dann nehme ich auch einen wasserfesten von Train It Up. Ultrashine Eyeliner Pen Waterproof. Den habe ich zum Geburtstagsgeschenk gekriegt. Boah, ich bin so nervös. Wie soll ich jetzt einen Eyeliner ziehen? Okay. Den lasse ich jetzt erstmal so. Ja, jetzt ist mir aufgefallen, dass ich ganz vergessen habe, meine Augenbrauen zu fixieren. Das machen wir doch jetzt mal. Da habe ich hier den 24 Hours Brow Setter von Benefit. So, Augenbrauen sind auch fixiert. Jetzt kommt die Mascara. Auch das ist eine, ich glaube, die wasserfesteste, die ich habe. Das ist von Essence, die Volume Stylist 18 Hours Curl and Hold Mascara. Die ist super. Die kommt jetzt drauf. In drei Schichten bei mir immer. Steht auch der Augenlook. So langsam werde ich immer nervöser. Das ist, jetzt habe ich hier einen Lippenstift. Das ist von They Are Real, das ist der They Are Real von Benefit Double the Lip. Der hat den Lippenstift und quasi Lip Liner zusammen. Den kann man auch super mit in die Handtasche packen, dass man sich auch einfach den Lippenstift nachlegen kann, nach dem Essen oder so. Das ist sehr praktisch. Noch einmal Fixing Spray drüber geben, einfach um alles nochmal zu fixieren. Und weil es gut tut. So ihr Lieben, das ist jetzt tatsächlich mein fertiger Look zum Thema Gast auf einer Hochzeit. Ich blende euch jetzt auch mal die Sequenz ein, wo ich das Kleid anhabe und wo ihr mich komplett seht. Ja, und das ist jetzt mein Outfit für heute Abend. Ich habe ein schönes, langes, dunkelblaues Kleid an und habe hier die schönen Glitzerapplikationen. Von hinten sieht das Ganze so aus. So fühle ich mich ganz wohl und so kann ich den Abend auch definitiv sehr schön verbringen. Und das sind meine Waffen für heute Abend. Wünscht mir Glück, dass der Absatz dran bleibt und nicht abbricht. Ja, ich fühle mich ganz wohl so und würde einfach sagen, ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Okay, es ist einfach spät. Und ich wollte euch aber einfach mal zeigen, wie das Make-up so über den Tag gehalten hat. So sieht das Ganze jetzt nochmal aus. Ich finde, es hat alles ganz gut gehalten. Ich kann mich nicht beschweren. Ich werde mich jetzt aber abschminken und dann werde ich ins Bett gehen. Ich bin müde. Der Glow ist noch auf jeden Fall da. Alles sitzt an Ort und Stelle, auch die Augen. Da brauche ich mich nicht beschweren. Es hat nichts abgestempelt, nichts hat gecreased. Aber jetzt bin ich einfach müde. Gute Nacht.
Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Style-and-Talk-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!